Es ist Zeit für die NRW Late Night und ich freue mich wirklich sehr über meinen heutigen Gast. Kalle Pohl ist bei mir zu Gast. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es freut mich wirklich sehr. Gerne. Und eigentlich müssen wir die Sendung mit einem Selfie anfangen, denn dein Programm Delphi in Selfie ist ja sowas mit Selfies. Also wir machen jetzt ein Selfie, das stellen wir dann gleich mal online. Und dann haben wir das schon mal gemacht, sonst vergessen wir das. Das wäre ja total schade. Achtung, willst du das mal machen? Du bist ja jetzt quasi geübt da drin. Willst du auch mit drauf? Ja. Da, das ist doch gut, ne? Oder? Super. Das stellen wir gleich mal online. Dankeschön dafür. Geht das so schnell? Ja klar. So. Zack. Nicht jetzt. Das würde jetzt, das kann ich nicht alles gleichzeitig machen. Ne? Ich als Frau. Delphi und Selfie. Selfie in Delphi, genau. Ja. Ist ein aktuelles Programm und geht nicht nur um Selfies. Nein, es geht nicht nur um Selfies. Man braucht ja immer einen Titel, der so ein bisschen was hergibt. Und da überlegt man monatelang und das Management sagt dann zu all den Vorschlägen, nee. Und dann hat man einen und ja, der klingt recht flott. Halt. Und es kommt aber aus, wird auch thematisiert. Ja klar, und das machen wir jetzt. Wir schauen jetzt ein bisschen mal rein und kriegen so einen kleinen Eindruck von deinem Programm. Wir reden aber noch über ganz viele andere Sachen, denn du hast so viel gemacht schon in deinem Leben. Aber erstmal aus dem aktuellen Programm von Kalle Pohl für euch. Mal kurz lachen. Selfie, ja, mittlerweile dürfte jeder wissen, was ein Selfie ist, sollte man eigentlich meinen, aber vor, was, drei Wochen, spricht mich ein junger Mann vom Kölner Dom an, könnten Sie vielleicht ein Selfie von mir machen? Ich muss ganz ehrlich sein, als ich das Wort zum ersten Mal gehört habe, da lag ich auch ein bisschen auf einer anderen Schiene, ich habe eher an sowas gedacht wie, was macht unser Junge nur so lange im Bad, Fatih? Ja, ich weiß, wenn ich Pech habe, jeden Morgen in der Zeitung, ich hätte unanständige Witze gerissen. Aber hallo, was kleine Jungs im Badezimmer machen, das kann ja wohl unschuldiger nicht sein, oder? Nicht wahr? Und mal ehrlich, ist ein Selfie-Foto was anderes als Selbstbefriedigung? Na, das Beste, was man darüber sagen kann, ist doch, dass man den Menschen fotografiert, den man auf der Welt am liebsten hat. Ne? Ja. Das ist mittlerweile übrigens auch zu Apple durchgedrungen. Apple, ja, die machen sich ja jedes Jahr neue Gedanken. Und jetzt überlegen die tatsächlich, dass beim nächsten iPhone gar kein Telefon mehr drin sein soll. Nee, weil die festgestellt haben, dass immer mehr User, früher ist es zwar ein Benutzer, also die machen nur Selfies damit. Oder sie fotografieren ihr Essen. Ja, sagen wir bei Apple, ja, dann machen wir da wieder neue Sachen. Beim nächsten iPhone wird es so sein, das macht sofort Selfies, sobald es dich sieht. Automatisch. So, ja, oder? Und es schaut sich die Fotos dann auch selber an. Und löscht sie dann. Ja. Es wird immer mehr Funktionen wird es geben im Bereich Fitness und Körperpflege, das ist ja groß im Kommen. Also Schrittzähler wird es geben, Pulsmesser, Blutdruck, Augendruck, EKG, MRT, Fieber messen sowieso, ja. Mit den kleineren Handys sogar rektal. Das kommt, ich sag's euch. Da kannst du gleich noch eine Darmspiegelung machen. Und das Video auf YouTube. Ihr lacht, aber ich meine, das spart Zeit, oder? Brauchst du dafür nicht mehr zum Arzt. Das ist schon irre, was der alles entwickelt. Mit dem nächsten Samsung Galaxy soll man sich sogar die Beine rasieren können. Also was mir beim Handy noch fehlt, das wäre ein Korkenzieher. Was fehlt dir denn beim Handy noch? Ein Korkenzieher, ja genau. Das wäre ganz gut eigentlich. Hast du denn du hast auch ein Smartphone oder hast du noch eins von diesen alten Telefonen? Nee, ich habe tatsächlich, bin so ziemlich auf dem neuesten Stand. Ja. Und benutzt du das auch? Machst du denn wirklich auch Selfies? Selfies nicht so viele, aber Fotos hier und da und dort. Und die sind ja schon gute Qualität mittlerweile. Definitiv. Und du stellst ja auch Sachen auf Facebook, da gucken wir gleich mal rein. Aber du hast in deinem Programm gerade angesprochen, als kleiner Junge macht man viele Sachen im Badezimmer. Ich wollte jetzt nicht wissen, was du im Badezimmer gemacht als kleiner Junge, aber wann hast du das erste Mal einen Witz erzählt als kleiner Junge und gedacht, aha, die Leute springen ja drauf an und ich bin ja eigentlich ganz witzig. Ich habe ja tatsächlich meine erste öffentliche Ein-Mann-Show mit 9 Jahren gemacht. In der Garage meiner Eltern. Tatsache. Die Bude war voll, die Kinder waren begeistert. Ich habe auch schon ein solches Akkordeon, wie man gerade sehen konnte, gespielt.
Gut, ich war noch ein bisschen kleiner. Alle Kinder riefen, guck mal, da steht ein Akkordeon mit Füßen. Aber es war eine tolle Show. Und was waren das für Themen damals? Weißt du das noch? Ja, ich habe auf einfache DIN A4 Zettel geschrieben, Quatsch oder Kasperle oder Akrobatik. Und habe Kasperle gespielt, Quatsch gemacht und bin da rumgeturnt. Und eigentlich sagt man ja, dass Kinder das schwierigste Publikum sind. Ne? Also wenn du die schon gekriegt hast damals, war da eigentlich klar, dass du später dann auch Erwachsene kriegst mit deiner Komik, oder? Vielleicht war das so eine Art Zeichen, ja. Ja, auf jeden Fall. Und danach hast du aber dann nicht gesagt, ich mache sofort Comedy, sondern du hast ja wirklich gesagt, mindestens 10 andere Berufe mal zumindest angefangen. Welche von den ganzen Berufen, die du gemacht hast, traust du ein bisschen nach? Gar keinem? Nee? Also ich komme jetzt aus einer Gegend, da musste man was Anständiges lernen. Da hättest du nicht Schauspieler oder Komiker werden können. Du bist Polizeihauptkommissar, ne? Hauptwachtmeister. Aber ich habe die Ausbildung für den mittleren Dienst gemacht. Ich hätte quasi noch ein paar Jahre gebraucht, nur wenige Jahre, und wäre Beamter auf Lebenszeit geworden. Oh ja, meine Eltern schlugen die Hände, mein Kopf zusammen, die hört auf bei der Polizei. Das war es nicht. Ich habe eine Kochlehre angefangen, die hat 4 Wochen gedauert, da gab es so viel Prügel. Das war alles so, ich glaube, ich, wie das so viele Menschen vielleicht tun, ich habe mich gesucht und habe mich Gott sei Dank gefunden. Ja, das Glück haben nicht alle, dass man sich findet. Ne? Ja. Und du warst auch Gitarrenlehrer, Hast klassische Gitarre gelernt. Ja. Du wirst uns auch noch was vorspielen heute, da freue ich mich sehr. Da liegt eine Gitarre, habe ich extra für dich organisiert. Und wir werden über deine Tochter sprechen, die nämlich unterwegs ist gerade, weit entfernt. Und sehr weit. Wie das so ist, das alles nach einer kurzen Pause. Schön, dass du heute bei uns bist, Kalle Pohl bei uns zu Gast. Und übrigens, ihr könnt ihn auch live erleben. Alle Tourdaten stehen bei ihm auf der Seite drauf, kalle-pohl.de. Und das ist natürlich verlinkt auf unserer Seite nrw.tv. Wir sind gleich wieder da mit Kalle Pohl, also bleibt auf jeden Fall dran.